Moin Moin Leute, recht herzlich willkommen zu einem Uschis Vlog Sofa. Ja, ich bin zurück von der Reha und ich hatte nach der Zeit der Reha eigentlich wenig Lust, irgendwelche Videos zu machen. Wie ihr seht, ich habe jetzt eine Brille, bin nicht so blind, wie es scheint, aber es hatte einfach die Notwendigkeit, dass ich öfters am Rechner sitze und vom Fernseher sitze und wie auch immer, ist das einfach besser für meine Augen, für längere Sicht, mir eine Brille zu besorgen. Ich denke, die sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ja, ich bin ein bisschen ungeübt, deswegen tut mir das gerade ein bisschen, also nimm es mir nicht böse, wenn ich jetzt ein bisschen lahm daherklinge wie sonst. Es ist fast 6 Wochen her, verdammte Hacke, dass ich ein Video gemacht habe. Außer das LOL-Video, glaube, wenn nicht sogar 7 Wochen, außer das LOL-Video jetzt, was ich gemacht habe. Da könnt ihr mir gerne mal Kommentare da lassen. Ich muss nur mit OBS nochmal schauen, ob ich das noch ein bisschen besser hinbekomme. Denn irgendwie frisst will Magic Deluxe, was ich mir besorgt habe, nicht ganz so meine OBS-Dateien fressen, so wie ich das gerne hätte. Deswegen ist die Qualität auch ein bisschen schlecht. Der Seppi von Seppi Zockt hat mir auch noch einen Rahmen gebastelt in meiner Zeit auf der Reha. Ja, fangen wir erstmal an. Achso, ihr könnt mir erstmal sagen, ob ihr es lustig findet oder ganz gut findet, wenn ich ab und zu sonntags mal so ein LOL-Video hochlade. Denn wir spielen momentan ziemlich viel LOL. Mit den Jimbel, mit den Dani, mit den Seppi, 1, 2, 3 und ein paar anderen Leute nur wieder mal. Und da ist eigentlich im Endeffekt gar kein Problem, mal einfach OBS zu starten und da einfach auf Records zu drücken. Wahrscheinlich, ich will auch immer so die besten Sachen reinschneiden, so ich muss ja nicht eine ganze Folge oder ein ganzes Match machen. Außer ihr sagt natürlich, ja Uschi, ich möchte aber gerne ein ganzes Match sehen. Wie auch immer, könnt ihr mir gerne mal, sonst mache ich das ja nicht, die Frage eigentlich nach, aber ich muss gucken, wie so die Resonanzen sind. Dann würde ich nämlich auch ein paar LOL-Videos ab und zu mal bringen, weil das ist momentan ein Spiel, was mir echt Spaß macht. So, jetzt mal kurz zurück auf die Reha. Ich war jetzt in Bad Nauheim, das ist irgendwo unten bei Frankfurt, glaube ich, ja. Waren so von mir aus circa 400 Kilometer, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und ich war halt direkt über Weihnachten und Silvester da, was natürlich nicht so schön war. Das war genau die Zeit, wo ich so ein bisschen Heimweh bekommen habe, ist ganz normal. War ein bisschen ärgerlich, aber ich habe da ziemlich schnell Freunde getroffen. Oder was heißt Freunde? Freunde kennengelernt, sage ich aber mal. Richtig nette Bekanntschaften. Ich habe echt versucht, ich habe meinen Laptop mitgehabt und habe da auch ein paar Mal LOL gespielt. Habe da sogar jemanden gefunden, mit dem ich zusammen LOL spielen kann. Das war jetzt ziemlich cool, das ist mal zu zweit immer runter. Ja, aber erstmal so zum... Also erst wollte ich da gar keine Freunde kennenlernen. Ich wollte überhaupt gar keinen kennenlernen eigentlich. Ich wollte so meine Sache selber machen. Ich wollte mal 3 Wochen da durchziehen. Und dann wäre es das eigentlich gewesen. Ja, kurzerhand war dann halt dieser komische Klaus. Nenne ich ihn einfach mal. Nein, er hieß auch Klaus. Der kam halt immer raus und ich hatte immer mein Handy am Skypen. Und der hat mich dann halt immer vollgequatscht und andere Leute sind halt immer aufmerksam geworden, weil ich halt dauerhaft am Handy war und manche haben mich halt Mr. Online genannt oder Mr. Web oder Mr. Skype oder sowas, ne? Ja, und dann sind wir irgendwann mal ins Gespräch gekommen und die haben mich vollgequatscht, ja, und dann wurden aus 2, also ich und Klaus, wurden dann auf einmal knapp 12, 13, 14 Mann. Und wir haben echt abends fast immer unten gesessen. Zuerst war ich halt viel auf dem Zimmer oder in der Cafeteria wegen Internet, weil ich auf meinem Zimmer kein Internet hatte und haben da unten nur gequatscht, haben ab und zu mal ein Weinchen getrunken. Ich bin zum Weintrinker mutiert. Ich trinke jetzt echt gerne mal so einen lieblichen Wein. Muschi! Muschi, Uschi. Ja, war wie gesagt sehr spaßig. Wir haben dann echt auf Dings gespielt hier, sag mal Ping-Pong hier, Tischtennis, Ping-Pong. Hat wie gesagt richtig viel Spaß gemacht und nach einer Woche oder anderthalb Wochen sagte mir mein Esstischpartner, sage ich einfach mal, der sagte so, ich sagte ihm ja, es ist scheiße, dass wir kein Internet auf dem Zimmer haben. Und er meinte so, doch. Nein. Hat er doch, da in den zweiten Stock ist so dieser Premium-Bereich, ne? Und da kannst du das Internet abzwacken, ne? Ist so ein Hotspot, musst du mal reinwählen. Ich gucke so eine Cafeteria schon, so Hotspot, ich so, cool, ich hab so hier Internet. Ja, und das Problem war nur, dass, ich sag einfach mal, so ein kleiner Flur, hier rechts Flur, wo die ganzen Zimmer waren, hier ein Flur, weiter Stück oben und hier oben und hier im zweiten Stock, das ist von der Rab oben ab gesehen, war der Primo-Bereich. Ich war aber ganz hier rechts in der Ecke und da hatte ich natürlich keinen Internetempfang, auch nicht über den Hotspot. Und ich hatte eine kleine Marienkäferplage. Werdet ihr euch denken, oh, Marienkäferplage, stell dich so an. War aber schon alles renoviert auf dem Zimmer, weil die haben da gerade renoviert. Und ich dachte mir, scheiße, das ist echt ärgerlich, das bist du. Und weil ich dann noch eine Verlängerung bekommen habe auf 4 Wochen, habe ich gedacht, scheiße, das ist die ganze Zeit kein Internet da oben. Ne?
dann, weil ich ja immer gerne Amazon Prime oder irgendwas gucke abends, wenn ich schlafen gehe, habe ich mir gedacht, fragst du mal an. Bin halt runtergegangen, habe dann halt die Marienkäferplage vorgeschoben und habe halt gesagt, dass ich auch gar kein Internet, gar kein Telefonempfang habe und dass ich jetzt noch über 3 Wochen hier bin, oder knapp 3 Wochen, 2,5 Wochen, und dass ich da keinen Empfang habe und nicht zu Weihnachten, Silvester. Ich sage, das geht gar nicht mehr. Und habe da halt ein bisschen rumgedruckst, so dass es sogar funktioniert hat, dass ich dann halt von diesem Flur, ganz in der Ecke, auf diesen Flur gekommen bin. Und da hatte ich dann fast voll den Internetempfang und konnte sogar dann oben bei mir auf dem Zimmer mal Amazon Prime gucken oder halt mit dem Lasse, den ich LOL gespielt habe, mal LOL spielen bei mir auf dem Zimmer. Das war immer ganz lustig und sehr angenehm. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, die 4 Wochen war natürlich dann auch irgendwann mal vorbei, zum Glück. Ja, und dann war ich irgendwie ziemlich unmotiviert mit allem. Ich hatte keinen Bock, irgendwie irgendwas zu machen. Ich habe nur im Sofa gelegen, war so ein bisschen demotiviert. So, und jetzt fängt sich das alles wieder wahrscheinlich durch die Reha. Das war alles so ein bisschen. Aber es hat natürlich auch gute Sachen. Ich habe nämlich bald 15 Kilo abgenommen. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich denke, wenn man so Videos von davor sieht, ich denke, das kann sich... Hallo? Fokus! Aha, die Wanne war zu viel. Kann sich langsam sehen lassen. Ja, 15 Kilo. Jetzt fehlen noch mal 10 und dann bin ich wieder auf mein Wunschgewicht. Und mir braucht auch keiner kommen mit Low Carb, High Carb, Diät hier, Diät da. Das ist alles nur hier. Und wenn man so ein bisschen auf sein Essen achtet, ne, und sich halt nicht, wenn man zum Burger King geht und sich nicht halt einen Doppelwopper mit Bacon und Käse und noch ein Triple Cheese und das und dies und jenes und holt sich einfach nur eine Kleinigkeit, oder man isst halt zu Hause nicht 2 Teller, sondern nur einen oder einen halben, ne, und isst dann einfach, lässt es so bleiben, oder isst morgens keine 3 Brötchen, sondern nur 1 oder 1,5, ne, und trinkt halt statt Cola, Schwippschwapp oder Dings nur Wasser oder Tee oder irgendwas. Das ist ja klar, ist das irgendwo eine Umstellung, aber das ist halt das, was halt Kalorien bringt. Und so habe ich jetzt schon, nehme ich halt schon wieder ab, habe schon ein paar Mal abgenommen. Ich wollte zuerst auch so vlogartig meine Abnehmphase dokumentieren, habe ich dann aber nicht gemacht. Warum, weiß der Geier, ich hatte irgendwie dann doch keine Lust. Aber ich denke, das hat sich jetzt gebessert. Ich habe zum Glück auch ziemlich viel vorproduziert. Für die Reha, habt ihr ja gesehen, ich hatte viele Gamer-Probleme. Ich hätte immer noch 2, 3 Stück auf Lager. Ja, darauf will ich auch noch kurz zu sprechen kommen. Einer hat darunter geschrieben, dass das geklaut war von Knallerfrauen. Das stimmt. Das Ding war geklaut von Knallerfrauen. Aber ich fand das so genial, dass ich das einfach umbauen wollte mit den Dani. Und man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Eigentlich, wenn man dann gerade so viele Sachen aufnimmt, dann muss man sich irgendwie inspirieren lassen und dann guckt man sich ab und zu mal ein paar andere Sachen an, versucht das dann umzubauen. Und das war halt in dem Fall so. Aber gut aufgepasst, dass der junge Kerl oder junge Mann das mitbekommen hat. Ja, gebe ich zu, ist ja gar kein Problem. Aber trotzdem finde ich es auf jeden Fall sehr lustig. Ja, was ich bin ja auch schon wieder ziemlich schnell. Aber ich habe auch Banane. Banane. So, Anna, nicht vergessen, ich habe deinen Techno im Hinterkopf. Mache ich am Wochenende. Nur, dass du dich da nicht wunderst. Ja, es ist natürlich auch einiges eingeschneit zu Weihnachten bei mir. Ich habe zum Beispiel einen neuen Monitor, den ich vielleicht euch dann nochmal genau zeige. Das ist ein Asus mit DisplayPort, WQHD. WQHD, für das ich sage, das ist 2K. Das ist zwar nur grob gesagt zwischen 4K und Full HD. Man denkt zuerst, das fällt nicht auf. Pustkuchen, das fällt ganz schön auf. Die Details will ich jetzt gar nicht so. Wie gesagt, 27 Zoll ist ein schönes Ding. Sehr groß. Ich hatte vorhin nur 22 Zoll. Und der ist mir mittlerweile irgendwann ziemlich klein geworden. Dachte ich, komm, jetzt hol ich es dir mal ein. Und habe dann halt zu meiner Freundin zu Weihnachten einen Monitor bekommen. Ja, was ist noch reingeschneit? Lustigerweise habe ich noch The Last Guardian bekommen. Aber meine Freundin und ich haben das bekommen. In der Collector's Edition. Mit der Figur und allem drum und dran. Mit Steelbook. Und ich habe keine Ahnung, was da noch alles ist. Steelbook, dann die Figur, ein Artbook, das Spiel selbst. Ja. Ich habe auch schon 5 Stunden gespielt mit meiner Freundin, also mit Jennifer. Ist auf jeden Fall ganz nett, aber ich muss natürlich auch sagen, die Kamera, die kann einen ganz schön nerven. Von Trigo selbst, dass der ab und zu nicht hören soll, kann ich so bis jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Ich werde es demnächst weiterspielen. Und ihr kriegt natürlich dann meine Meinung dazu, wenn ich das Ding durch habe. Ja, dann habe ich, wo habe ich denn das Ding liegen lassen? Oh, siehst du da hin? Ich muss kurz aufstehen, muss das holen. Ich hatte ja auch eine Logitech-Tastatur.
Die Lenovo Edge, das ist die aus Plexiglas und Metall und so, Bluetooth, die ist auch schon seit 6-7 Jahre alt. Ist ein super Gerät, keine Frage. Aber ich habe ja oben die Nvidia Switch und da habe ich gedacht, hey komm, da ist das perfekt für. Ne? Dafür ist das Ding perfekt. So, dann habe ich das natürlich nach oben gebaut und hatte unten natürlich an meinem Hauptrechner keine Tastatur mehr. War natürlich ein bisschen behindert. Also habe ich hier meine alte Tastatur rausgekramt, die ich mal vom Kumpel geschenkt bekommen habe. Eine alte Sherry-Tastatur. Das Ding ist aber absoluter Murks. Ich meine, es funktioniert, klar. Ne? Wenn ich zum Schreiben oder so, ist das kein Thema. Aber zum Zocken ist das halt nichts. Ne? Es ist eine 5-Euro-Tastatur, 10 Euro, keine Ahnung. Dann habe ich von Hilfe, teilweise von euch und teilweise von meinen Freunden, die regelrecht oft bei mir am Prime einkaufen, den Partnerlink, habe ich da natürlich einen neuen Gutschein bekommen. Und diesmal war der sehr üppig. Da habe ich mich sehr gefreut. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt oder nie kaufst du dir eine neue Tastatur. Das habe ich dann auch getan, habe mich beim Slater und beim Seppi erkundigt, was man denn für eine Tastatur nehmen kann. Ich habe dann überlegt, nimmst du eine Rocket, nimmst du eine Speedlink, die sind ja mittlerweile auch sehr gut, oder keine Ahnung was. Aber am Ende ist es auf die K70 Corsa Gaming Tastatur Rapid Fire gekommen. Ist das richtig rum? Tastatur gegangen, die sehr geil ist. Das Ding hat hier so einen Flugzeugstahl. Das ganze Ding ist quasi voll Metall. Richtig nice. Das Ding ist zwar rotfarbend, ist aber nicht so schlimm. Man kann auch wieder 50.000 Sachen einstellen. Das Ding hat die ultraschnellen Gaming-optischen Schalter. Wow! Keine Ahnung. Es lässt sich super drauf tippen. Das macht super viel Spaß, mit Tastatur zu spielen. Die ist sehr direkt. Man kann die Tasten selber auswechseln. Ich denke, dazu werde ich auch noch ein Video machen, so ein kleines Unboxing-Video, wie ich auch beim, oder Testvideo, wie ich bei der Medusa, wie hieß sie denn? Medusa? Na, wie hieß sie denn? Naja, die von, wie heißt sie denn? Von Razer. Die Black Widow, jetzt habe ich es. Ne? Dazu werde ich auch ein Video machen. Ich denke, so 3-4 Minuten, wenn überhaupt. Das sollte dann hinreichen mit der Tastatur. Also ich finde sie sehr cool. Ich habe auch, was habe ich für bezahlt? Weiß ich gar nicht, 140 Euro. Also wie gesagt, nicht so viel, weil ich halt einen riesengroßen Amazon-Gutschein hatte. Deswegen hat es sich dann gelohnt. Weil sonst würde ich wahrscheinlich so schnell keine 140 Euro für die Tastatur ausgeben. Aber muss ich auch immer sagen, so eine Tastatur, die hält ja auch Ewigkeiten, wenn man sie nicht gerade gegen die Wand hämmert. Wie gesagt, meine Lenovo Edge oben, die hat eine Ladestation, das Ding hält dann, weiß ich, 2-3 Monate, wenn ich es kaum nutze. Aber was heißt kaum nutze, auch wenn ich sie nutze, da hält die 2 Monate am Akku. Und die funktioniert immer noch. Ne? Wenn die da nicht gerade was rübergießt oder drauf rumschitterst, ne, oder mit deinem Kopf auf eine Tastatur hämmerst, dann sollte das im Endeffekt gar kein Problem sein. Ne? Das habe ich das natürlich wieder alles so schnell runtergerattert, dass es gerade mal 13 Minuten 29 sind. Dabei hatte ich so viele Sachen zu erzählen. Ja, Nintendo Switch. Genau, zu Nintendo Switch will ich nochmal kommen. Ja, die ist ja nun präsentiert worden. Am 13. Januar. Und alle natürlich, auch ich, wo ihr sagt, pass auf, Uschi, der Nintendo-Hater, ist gelogen. Ich wollte eigentlich ein extra Video machen, aber ich dachte, ich baue das jetzt einfach ein. Gerade eben dachte ich mir das, weil ich eh nur 13 Minuten habe. Ich habe hier wirklich jegliche Nintendo-Konsole. Ne? Ich will es hier nochmal erwähnen. Nicht, dass jemand sagt, ich bin ein Nintendo-Hater, weil das stimmt nicht. Ich sehe das immer nur gerne sehr optimistisch und deswegen finde ich es mal ganz lustig, wenn ich dann mit Nintendo-Fanboys spreche, also richtige Hardcore-Fans. Ja, genau. Der gerade, die ich, der denkt, die ich anspreche, oder die beiden, die ich anspreche, die wissen ganz genau, wie ich meine. Wie gesagt, vom Classic, einzige, glaube ich, fehlt, ist der Classic Game Boy. Sonst vom, vom Game Boy Color, gucken wir gerade darüber, davon haben wir 2 Stück, von dem Pocket Game Boy, von dem Micro Game Boy, zum DS, zum 3DS, zum DS, SP, Game Boy Advance, also handheldsmäßig haufenweise. Dann habe ich ein NES, Super Nintendo, N64, GameCube, Wii U. Also braucht mir hier keiner sagen, ich wäre irgendwie Nintendo-Hater, weil das nicht wahr ist. Ich liebe Nintendo schon Ewigkeiten. Ich bin auch mit Nintendo quasi groß geworden, eher mit C64 und Amiga. Atari war ein Stück vor meiner Zeit, so 1-2-3 Jahre vorher. Das war nicht mehr so meins, wenn ich sogar noch ein paar Jahre davor. Ja, also war ich natürlich sehr enttäuscht sogar schon von der Wii U, weil da einfach keine guten Titel rausgekommen sind. Klar, es gab ein paar gute Titel, ne?
wenn man sie auf der Hand behält, ne, wie Mario Kart, Super Smash Bros. Das sind so halt die Spiele, die intern von Nintendo kamen, weil andere wurden ja nicht entwickelt für die Konsole. Und na klar gab es dann auch so einige andere Spiele wie Mario Tennis oder Toad's Treasure Tracker, die okay sind, aber kein Spiele-Highlight waren, wo man sagt, wow! Ne? Und dann, ja, es war halt einfach nur halbherzig. Das kann man einfach so sagen, wie es ist. Und auch jetzt mittlerweile werden auch die anderen Leute sagen, manchmal, ja, Uschi, eigentlich, ne? ich lasse mich gerne umüberzeugen, aber in der Sache Wii U bin ich einfach eingefahren. Bin sehr enttäuscht gewesen. Zum Glück habe ich damals nicht ganz so viel bezahlt und ich habe, glaube ich, letzte Nintendo-Konsole, die ich mir, also Heimkonsole, die ich mir gekauft habe, war, glaube ich, damals der N64. Sonst hatte ich mir keine neue Konsole von Nintendo jemals geholt, sondern immer nur gebraucht. Worauf wollte ich hinaus? Achso, ja, deswegen war ich natürlich umso gespannter von der Switch. Ich hatte ja vorher schon gesehen, das Ding so Handheld-Hybrid. War aber vom Konzept, war ich schon sehr, sehr, sehr überzeugt, was das Ding so macht. Und dachte mir, hey, wenn da sogar mit dem Tekra-Chip und... Ja, und dann kam halt die Präsentation. Und das Ding wurde halt vorgestellt. Und ich habe mir zig Videos reingezogen. Das könnt ihr mir glauben, weil gerade wenn neue Konsolen kommen, ist Uschi einer der Ersten, der sich eigentlich fast gar nicht satt sehen kann. Er muss jedes Input von jedem Leuten seine Meinungen fressen, damit ich mir selber so langsam ein Bild machen kann, um die ganze Sache zu bewerten. Das habe ich so mittlerweile gemacht. Und muss sagen, dass ich teilweise sehr positiv überrascht war, aber auch teilweise auch wieder negativ überrascht war. Also erstmal gehen wir erstmal zum Positiven. Zum Positiven finde ich das Gerät an sich sehr geil. Ich finde das Konzept sehr geil. Ich muss sagen, dass mit diesen Joy-Cons, dass man die so reinpacken kann, ne, und dass das wirklich super stabil ist, dass mit der Docking Station, dass das so ohne weiteres funktioniert. Ich habe es dann noch nicht selber machen können, aber ich habe es halt zig Videos gesehen. Das wirkt einfach wie aus einem Guss. Das muss man sagen. Der Display oder das Display? Das Display, Leute. Wo heißt es der Display? Schreibt es mir in die Kommentare. Ist wohl gestochen scharf. Die Farben sind super. Die Spiele laufen auf 720p. Mein Gott, auf diesem kleinen Bildschirm brauchst du nicht mehr. Ne? Der CPU wird dann runtergetaktet. Nur das ganze Gerät wird quasi runtergetaktet auf 720p. Und erst dann Docking Station, wenn dann 1080p. Mein Gott, ne? Ist gar nicht so schlimm. Nintendo hat es eh noch nie drauf angelegt, ganz oben mitzuspielen. Das wollten die nie. Die wollten immer was Innovatives haben für die Familie, für den für den Vater oder für die Mutter oder für das Kind, so dass jeder was hat. Und deswegen finde ich das Konzept so mega gut. Also du kannst quasi das Ding rausnehmen, kannst zocken, kannst auf dem Scheißhaus zocken, du kannst im Bett zocken, du kannst beim Zocken, du kannst beim Essen zocken. Nicht das, was man machen muss, aber die Möglichkeit ist da. Ich sehe es nicht, so wie viele andere, die sagen, pass mal auf, dann laufen draußen alle mit einer Switch rum. Das wird keiner machen, wenn der Akku, der drin ist, hält wohl maximal 3 oder 2,5 bis 6 Stunden. Liegt am Spiel, was drin ist. Also wie im Falle von Zelda liegt das Ding dann bei 3 Stunden. Ja, ich laufe aber nicht 3 Stunden rum und schocke Zelda. Das macht keinen Sinn. Vielleicht andere, ich sag mal, Jugendliche oder Kinder, die dann draußen rumlaufen. Aber wer will denn mit einer so teuren Konsole dann rumlaufen draußen? Das ist die zweite Frage. Ich sehe es aber eher hier für zu Hause, wenn ich irgendwas gucken möchte und meine Freundin möchte auf einmal Zelda spielen oder ich möchte auf einmal Zelda spielen. Ich sage, pass auf, ich zocke ein bisschen Zelda, wir gucken das nebenbei. Ist das eine feine Sache oder Pokémon soll ja rauskommen und so weiter. Das ist dann eine sehr geile Sache. Aber wenn du auf Reisen bist oder ich zum Beispiel gerade auf der Reha, wäre natürlich die Switch perfekt gewesen. Ne? Da wäre natürlich ultra mega geil gewesen. Das Ding frisst wenig Platz, hätte ich am Monitor, am Fernseher da anschließen können, da zocken können, hätte aber auch im Bett zocken können. Das wäre natürlich schon eine sehr nice Sache gewesen. Wie das Konzept finde ich mega geil. Dann, die Joy-Cons an sich, was da an Technik drin steckt, finde ich schon mega geil. Mit diesem 3D-Rumble, dass man dann erkennen kann, wie viele Kugeln wohl irgendwo rollen oder sowas, oder wie viele Eiswürfel im Glas sind, finde ich schon ziemlich cool. Also die Joy-Cons an sich finde ich sehr geil konzipiert, aber hat sich Nintendo wirklich Gedanken gemacht. Und man hat ja auch diese Halterung, wo man ihn zum richtigen Pad formen kann quasi. Man kann aber auch beide einzeln nutzen, um halt dieses Arms zu spielen, diese Remotion-Zeug da, das ist echt gut gemacht. Das Ding erkennt auch mit dem Sensor, ob du Stein, Papier, Schere und so was machst, du erkennst quasi auch Gestiken. Finde ich auch sehr geil. Also wie gesagt, das Konzept an sich und die Hochwertigkeit, so was ich gesehen habe, scheint wohl astrein zu sein, aber damit hat sich Nintendo ja eh noch nie beschämt. Also das können die, ne? Dann kommt noch ein bisschen was zum Negativen, ist zum Beispiel der Preis. Ne? Also wir haben alle gerechnet oder gedacht, es sind so ca. 250 bis 300 Euro. 250 wurde angelegt, war ich fast 300.
Ja, jetzt sind es aber 330, ne, und dann war der Aufschrei natürlich erstmal groß. Ne. Ich muss sagen, ich fand es zuerst auch sehr teuer. Also der erste Einblick, den ich dann hatte, dachte, boah, echt so viel. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ist das gar nicht so teuer. Also es ist nicht billig, gar keine Frage. Aber es hält sich in Grenzen. Wenn ich überlege, was ein N64 damals kostet, hat mich 500 Mark gekostet. Eine PS3 hat damals 500 bis 600 Mark gekostet. Die Dreamcast hatte damals 500 Mark gekostet. Die Wii U hatte 300 bis 400 Euro gekostet. Also im Endeffekt hält sie sich sogar im unteren Viertel oder im Drittel vom Preis her. Also finde ich es gar nicht so teuer. Dann sagt natürlich eine, pass auf, da hast du natürlich gar nicht so die Leistung mehr. Wenn ich überlege, pass auf, du zahlst 70 Euro mehr und hast eine PS4 Pro. Ja, das ist richtig. Das ist völlig legitim, meine Freunde da draußen. Aber du hast natürlich diese ganzen Schnickschnacken. Da ist natürlich die Frage, braucht man das? Ne? Wenn du sagst, pass auf, ich brauche den Schmarrn nicht. Wenn ich zu Hause möchte so, dann ist das eine Sache, klar. Aber wer denn natürlich diese ganzen Zeug haben will, mit diesem Emotion-Zeug und das Ding mal rausnehmen und dann unterwegs mal zum zweiten Mal Kart zocken, dann ist das natürlich eine ganz andere Frage. Es liegt natürlich immer an dem Auge des Betrachters, was man denn gerne möchte, ist natürlich ganz klar. Also ich finde das Konzept sehr cool und für die Technik, was in den kleinen Ding drin steckt und in den Joy-Cons, ist das ganz legitim, der Preis, mittlerweile muss ich sagen. Dann ist, was mir noch negativ aufgefallen ist, ist zum Beispiel das schmale Line-Up. Also das sind nicht viele Spiele. Was kommt denn raus? 1-2 Switch am Anfang, glaube dann ARMS. Natürlich ein fettes Highlight ist natürlich Zelda, was mich sogar diesmal sehr hyped ist. Denn weil es ist ja auch ein bisschen, ich sag mal, Dark Souls angelegt. Also nicht so krass, nee, das ist nicht falsch verstehen. Aber es ist halt, die wollen halt, glaube ich, weg von diesem Master Sword-Gedinge. Du kannst halt andere Waffen nutzen, du kannst die Waffen aufwerten, du kannst andere Klamotten nehmen, du kannst die Waffen aufwerten. Du hast halt richtig mehr rollenspielmäßiges Spiel, statt halt Zelda ist grün, Zelda läuft los, Zelda hat erst ein Holzschwert, dann hat es ein Silberschwert und dann hat es das Masterschwert. Und dann kannst du das Masterschwert nochmal aufwerten. Und dann bist du fertig. Davon sind die weg, finde ich ganz cool. Du hast eine leicht offene Welt oder eine offene Welt und es sah echt nicht schlecht aus, ne? Aber hilft nichts, denn es ist sehr schmal. Dann ist so 1, 2, 2 Switch. Ich glaube, das war's schon fast. Oder kann man irgendein Spiel vergessen, was noch kommt? 1, 2 Switch. Was eigentlich schade ist, das hätten sie echt gerne das Bundle reinpacken können. Das fand ich echt schade. Das hätte nämlich genau dafür gepasst, für so ein Bundle-Spiel. Weil es sind ja so ganz viele Minispiele. Es sind, glaube ich, 30 Minispiele. Da musst du, kommst auf Reaktionen an. So, mag wahrscheinlich super geil sein, wenn du gerade zu Hause bist und du hast dann, der Dani kommt zum Beispiel, der Sippy kommt, oder auch meine Freunde kommen. Und dann zuckst du einfach ein bisschen abends, ne? Trinkst dein Wasser, Wässerchen, ne? Und dann spielst du halt so ein paar kleine Spielchen. Macht mir schon Bock, gar keine Frage. Aber das Ding kostet 40 Flocken und ich weiß nicht, ob ein Spiel 1, 2 Switch dann 40 Flocken wirklich wert ist. Aber es präsentiert natürlich super geil die Switch, deswegen jetzt super geil in dieses Bundle gepasst. Das muss ich hier ganz klar sagen. Das finde ich echt schade, Nintendo, dass sie das nicht gemacht hat. Das hätte echt super gepasst. Ja, Ich glaube, mein Spiel entfällt mir gerade. Ich glaube doch, um ein anderes war es noch. Mir fällt es jetzt gerade nur nicht ein. Also es sind, glaube ich, nur 4-5 Spiele, wenn überhaupt, die wirklich zum Start der Nintendo Switch dann rauskommen. Finde ich halt auch ein bisschen schwach, das muss ich sagen. Der Preis fand ich ein bisschen schwach, dass da nicht irgendwas kam. Und im Endeffekt war es das dann auch schon, was ich schlecht finde. Dann habe ich überlegt, Uschi. Es hat ungefähr 2 Tage gedauert, wo ich mir überlegt habe, ob ich es mir hole. Aber ich habe ja wieder ein bisschen Glück. Ich komme da ein bisschen günstiger ran an die ganze Geschichte, da ich zum Sommer, Anfang des Jahres, einen Stromwechsel gemacht habe und dadurch 200 Euro Gutschein bekommen habe, den ich so einlösen kann. Und ja, noch 2, 3 andere Sachen, die ich vorweg schon gespart habe. Also ich komme echt für ein Apfel und Ei, komme ich da an die ganze Geschichte ran. Deswegen habe ich sie mir vorbestellt und hoffe mal, dass Nintendo mich diesmal nicht enttäuscht. Und drücke auch Nintendo stark die Daumen und hoffe auch, dass noch ein Dark Souls rauskommt und noch vieles mehr. Mario Kart kommt ja auch noch im April und das Super Mario Odyssey kommt ja auch noch raus. Bin echt mal gespannt, obwohl ich gar nicht so mehr der Jump'n'Run-Fan bin, aber vielleicht schafft es Nintendo, dass ich da wieder zurückruder und da wieder mitmache. So, ich glaube, das reicht auch erstmal für so einen kleinen Vlog zwischendurch, meine Freunde. Ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll.
Ich habe eine neue Tastatur, ich habe Last Guardian, ich habe einen neuen Monitor. Spielemäßig ist soweit nichts dazu gekommen. Ich habe Fire Emblem durchgespielt. Ja, und es kommen natürlich noch meine Highlights 2016, kommen natürlich noch und meine Vorfreude für 2017, also dieses Jahr, kommt bei mir natürlich ein bisschen später, da ich ja die Reha genau über den Jahreswechsel hatte. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn dann kann ich Last Guardian nochmal spielen. Es gibt natürlich auch Spiele, die ich nicht gespielt habe, wie wahrscheinlich Final Fantasy oder irgendwas, was wahrscheinlich dann in der Liste nicht auftaucht. Aber ich habe dennoch viele andere Spiele gespielt, die 2016 rauskamen. Und da werde ich so eine kleine Top 10 machen. Ob ihr euch das wünscht oder nicht, ist mir völlig Banane, denn ich mache es einfach. Ja, ich hoffe, ich habe mal wieder einen schönen Einblick gebracht in mein Leben. In mein wunderschönes Leben. Und konnte euch ein bisschen... beheitern? Ne, beheitern ist auch blöd, ne? Beheitern? Aufheitern? Ne, ist auch doof. Belustigen ist gut. Ne? Ich hoffe, die Brille stört nicht ganz so. Ich muss mich selber noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich hoffe, meine Abnehmphase geht weiter steil bergab. Und dann, ja, dass ich auch meine Nerd-Shirts hier besser reinpasse. Zum Beispiel das Gears of War-Shirt, da habe ich teilweise gar nicht mehr richtig reingepasst. Das musste ich immer dienen. Ja, und dann mal gucken. Vielleicht fange ich demnächst auch wieder an mit Sport. Aber dafür ist es momentan einfach scheiße kalt. Es ist so scheiße kalt und mein Auto geht mir auf die Nerven, Leute. Mein Auto. Ich habe vorher so einen schluckigen Poden. Er läuft auch super eigentlich. Ein paar Elektrikprobleme, aber das ist alles nur Schein als Sein. Problem ist nur, dass die Batterie mich gerade richtig abfuckt. Ich muss aber eine neue Batterie kaufen. Ja, ich muss jeden Tag mindestens alle paar Stunden muss ich wenigstens mal eine Runde fahren, weil sonst springt die Karre nicht an. Ja, desto nicht so trotz muss ich heute noch arbeiten vom 15 bis 20. Ich weiß gar nicht, ob das Video heute noch online geht. Ich habe keine Ahnung, weil es ist jetzt schon ziemlich lang. Und Videos, wenn ich die mit der Spiegelreflex aufnehme, sind natürlich um einiges größer. Aber dafür sehen sie besser aus. Hoffe ich doch mal. Gut, meine Freunde, ich hoffe, ihr habt euch ein schönes Weihnachten gehabt. Ein schönes Silvesterübergang ins neue Jahr. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, auf was ich euch so freut für 2017. Lasst mir einfach ein paar Kommentare da. Ihr wisst, ich liebe Kommentare. Scheiß auf Abos. Ich liebe Kommentare. Wenn ihr mir schreibt, pass auf, Uschi, hier, so und so und cool, da, bla, bla, bla. Guck mal hier, da habe ich noch einen Pickel. Da freut sich der Uschi und kann darauf antworten. In dem Sinne, ich bin euer Uschi. Ich habe die Ehre. Ohne euch bin ich nichts. Haut rein.